Der Regionalverband Region Rosalia veranstaltet am Sonntag, den 17. Mai 2015, den ersten Rosalia Radwandertag. Vier verschiedene Strecken stehen zur Auswahl. Für Kinder, für Genussradler, für Sportliche und für Mountainbiker. Die Streckengänge sind zwischen 12 und 40 Kilometer lang. Alfred Bandert, Obmann des Regionalverbands Region Rosalia, die Bürgermeisterin von Mattersburg, Ingrid Salamon und ASKÖ-Präsident Christian Iletic erklären den Ablauf. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren der Presse, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr ASKÖ-Präsident, heute zur ersten Pressekonferenz der ersten Region Rosalia Randwandertag möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Die Konferenz ist einberufen worden, weil wir wirklich in der Region Rosalia, in Mattersburg, erstmalig einen Wandertag, Radwandertag veranstalten. Die Veranstaltung findet am 17. Mai, ist ein Sonntag, hier in Mattersburg statt. Und es gibt vier Radrouten, die natürlich über die Region verteilt sind. Vier unterschiedliche Routen aus dem Grund, weil die erste Route ist für Kinder, speziell hergerichtet, ist nicht zu weit, führt von Mattersburg weg beim Bad entlang Richtung Rohrbach am Badesee. Dort wird dann ein bisschen, kriegen die Kinder kleine Erfrischung und geht wieder zurück beim Viadukt. Dort ist Start und für die Kinder zum Beispiel das Ziel. Die zweite Route ist für Genussradler. Da geht die Route rund um den Kogelberg, ist so circa 30 Kilometer. Und die dritte Route geht eher für Sportliche, auch mit Elektrobikes zu bewerkstelligen, Richtung Neufeld. Es ist so Rad Siegles, Grenzdorf, Zillingtal, Steinbrunn und Neufeld und dann wieder zurück. Und die vierte Route ist für ganz Sportliche, für Mountainbiker und die geht dann über die Rosalia, Wiesen, Sauerbrunn und wieder zurück. Alle vier Routen haben eine Schirmherrschaft und unter dieser Schirmherrschaft darf ich kurz vorstellen, die erste ist natürlich für die Kinder. Als Hausherrin haben wir mit großen Mühen und mit viel Überzeugungskraft, muss man die Frau Bürgermeisterin überzeugen. Danke vielmals, dass du das bitte übernommen gerne hast. Die zweite für Genussradler haben wir den ASKÖ-Präsident überreden können. Und der dritte ist eben für Sportliche, da haben wir den Direktor vom Burgenlandtourismus in Mario Bayer überzeugen können. Und der vierte ist eigentlich der richtige Sportler hier unter uns allen. Das ist der Michi Knopf und der fährt mit den Mountainbikes über die Rosalia. Dieser ist leider verhindert, den hat ein bisschen Bauchschmerzen und ein bisschen mehr. Leider Gottes ans Bett gefesselt. Schade, deswegen auch Entschuldigung. Ein Dankeschön, sage jetzt einmal auch an die Sponsoren, die da mitgeholfen haben, diesen Radwandertag zu organisieren. Der Radwandertag ist aus dem Grund entstanden, man hat hier circa die letzten Jahre fast 450.000 Euro ist hier investiert worden in das Radwandernetz, in den Ausbau der Raststätten, der verschiedenen Rastplätze, Tafeln, Beschriftungen und es ist hier, sage ich jetzt einmal, zwar Geld reingeflossen in die Region, aber nichtsdestotrotz sollte das auch wieder zurückgehen eben an das Publikum, an die Radbegeisterten, um einfach zu zeigen, was wir hier haben. Es ist wirklich eine tolle Gegend, man hat hier Wiesen, man hat hier Möglichkeiten von Genussradeln bis zum Sportlichen, beziehungsweise sogar, was hier einzigartig ist, vielleicht sogar im Burgenland, eben für Mountainbiker. Und da ist eben das Ziel auch die nächsten Jahre, dass wir verstärkt auf die Mountainbiker gehen werden. Nichtsdestotrotz, das normale Radfahren darf auch nicht vernachlässigt werden. Deswegen auch zuerst einmal ein Dankeschön auch an die Frau Bürgermeister, die da mitgeholfen hat und erlaubt hat, unten dort den Standort zu machen. Deswegen auch ein paar Worte an dich. Gut.
Dann darf ich fliegend übernehmen. Also für mich, für die Stadt ist es heute wieder ein schöner Tag, dass wir ein neues Projekt, ein sportliches Projekt vorstellen können. Und Sie sehen schon am Logo Rosalia, Wanderweg mit Herz. Das zeichnet schon irgendwie so ein bisschen unsere Region und die Stadt aus. Und der Herr Tourismusobmann, der Herr Bandert, hat es ja schon erzählt, dass dieser Radwandertag im Prinzip was ganz, ganz Neues ist. Es soll so sein, dass dieser Wandertag sich bei uns in der Region eigentlich Fortsetzungen gemacht werden. Das heißt, es soll einmal im Jahr diesen Radwandertag geben. Die Radfahrstrecken, die wir haben, oder Mountainbikes, sind bei uns wirklich gut ausgebaut, werden auch schon benutzt. Aber das, was hier das sehr Gute ist, ist, dass es ein Familienradtag ist. Egal, wie viel man jetzt leisten kann mit Kleinkindern, wo es sicher ganz ein tolles Erlebnis ist, oder ob ich wirklich jetzt mit Mountainbike fahre oder ob ich wirklich der Profi-Rennfahrer bin. Diese Strecke gibt für alle vier Gruppen ein ganz ein tolles Programm her und zeichnet uns als Region aus. Es ist wirklich so, was noch der Vorteil ist, dass man jetzt nicht nur die Stadt Mattersburg hier mit vermarktet, sondern die ganze Region. Das heißt, die Radwanderwege führen ja auch in die Regionen bei uns im Bezirk, und es soll auch deswegen gemacht werden, damit die Touristen, die Radtouristen angesprochen werden. Es hat sich vorher natürlich der Tourismusobmann erkundigt, und man weiß, dass sehr viele sportliche Radfahrer und Radtouristen unterwegs sind. Das ist ein Klientel, das wir jetzt bis jetzt noch nicht so speziell angesprochen haben. Das ist jetzt so dieser erste Schritt, dass dieser Radwandertag, der am 17. Mai in Mattersburg sein soll, dass wir den jetzt wagen, gemeinsam wagen, und soll natürlich auch für die Zukunft interessant werden, für uns als Region, für unsere Stadt, aber natürlich auch für die Radsportler, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass nicht nur die Radstrecken bei uns ausgezeichnet sind, sondern dass wir auch eine Landschaft haben, die wir gerade jetzt im Frühling sehr gut vermarkten können. Und dieses Gemeinsame über den Bezirk und über die Region ist ganz hervorragend, und wir beide wissen aus unserer Erfahrung aus der beruflichen, dass es immer gut ist, wenn man versucht, sich zu vernetzen, dass es für den Urlauber, der ins Burgenland kommt, und auch nur für den Tagesgast, der zu uns ins Burgenland kommt, völlig egal ist, wie die Regionen heißen, wie die Ortschaften heißen, sondern es ist nur wichtig, dass die Qualität passt. Und ich glaube, da können wir mithalten, und da freut es mich wirklich, dass ich bei diesem ersten Radwandertag als Stadt mitmachen kann. Es freut mich, dass ich die Kinder habe als Pate, weil ich bin nicht wirklich jetzt der Rennsportler. Aber diese kleine Strecke und mit Kindern ist sicher was, was auch für mich interessant ist. Ich werde versuchen, mich von Jahr zu Jahr zu steigern. Vielleicht steige ich dann beim nächsten Mal schon zu dem Genussradler. Und der Christian ist dann der, der die Kinder übernimmt. Wir werden das tauschen. Ja, ich lade Sie herzlich ein, dass man über unsere Pressekonferenz natürlich heute sehr positiv berichtet. Und vielleicht sehen wir ja den einen oder die eine oder den anderen am 17. beim Startschuss mit Rad. Und Sie sehen ja, wir haben ja die Räder schon da hinten aufgestellt, also es ist noch die Möglichkeit, auch sich da mit Rad zu verstärken. Danke vielmals. Natürlich geht das nicht alleine, sondern wir haben auch in Kooperation oder eben einen ganz wichtigen Partner, sage ich jetzt einmal, dadurch, dass wir viele Kinder auch erwarten, haben wir natürlich auch mit Askö gesprochen und mit Herrn Ilaric. Und wie gesagt, Herr Zug, Christian, ich möchte es noch machen, weil er ist ein Trasburger, ich bin ein Trasburger. Habe gesagt, du musst dort mitfahren. Und dann hat er gesagt, weißt du was, schau her, wir nehmen da die Hopsi Hopper und stellen da was für Kinder auf und stellen das dazu. Und was alles genau ist und wie, das ein paar Worte von dir. Danke. Ja, danke. Also wir sind Nachbarn gewesen, jetzt fast wieder in Trasburg. Also gemeinsame Kindheit. Hat auch viel mit Sport zu tun gehabt, Fußball war es damals. Ja, die Aske hat sich hier sehr gerne beteiligt, und ich finde es von der Idee her mit einer Nachhaltigkeit versehen wirklich toll, weil wir wissen, und jetzt mache ich gleich eine Brücke, jetzt bin ich als Aske-Präsident sehr gerne da, weil wir eben Kinderangebote haben in vielfältiger Art und Weise und diese auch hier einsetzen. Es wird auch einen Parcours geben, sowohl am Start als auch dann beim Badeteich in Rohrbach. Das sind so die zwei Punkte, die die ASKÖ
eben macht, in dem Fall der Club Aktiv Gesund mit seinen Kinderbetreuerinnen. Die Frau Bürgermeister, Abgeordnete Salomon und ich sind aber auch, sie seit kurzem, ich schon länger, im Vorstand des Burgenland Tourismus. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man solche Veranstaltungen auch unterstützt. Und wenn der Obmann und die Geschäftsführerin der Region Rosale hier etwas präsentieren und schon fertig haben und uns dann gebeten haben, nehmt ein paar Tonans, dann haben wir das sehr gerne getan, weil das auch sehr viel mit dem Tourismus zu tun hat. Und deshalb habe ich auch die Unterstützung, nicht nur ideell, sondern auch mit Euros, jetzt vom Präsidenten des Burgenlandtourismus, gerade im Gespräch beim Herfahren, Landeshauptmann, noch geschwind eingefordert. Wie viel denkt er noch? Aber er wird unterstützen und auch der Burgenlandtourismus ist halt direkt dabei, hat gesagt, ein bisschen was gibt es sicher auch in Geld. Er wird ja auch den Heißluftballon hierher positionieren. Das heißt, es ist doch auch eine sehr tolle Attraktion. Wie weit wir dann aufsteigen dürfen oder können, also fliegen wir dann nicht. Da braucht man nämlich Genehmigungen von der Behörde. Aber ich glaube, in die Höhe gehen darf er und wieder runter. Also es wird, glaube ich, ein tolles, attraktives Angebot sein. Aber was ich zum Tourismus sagen will, unsere Intention ist, und da sind wir gerade dabei, auch daran zu arbeiten, eine neue Tourismusregion zusammen zu basteln, ich sage es einmal so. Unser Interesse ist, dass wir über die Region Rosalia natürlich größer werden. Das heißt, das neue Tourismusgesetz, und wir haben nur mehr bis Ende Juni Zeit, also bei diesen vielen Agenten, die jetzt der Bandert hat, haben wir auch noch, wir unterstützen ihn nicht, aber überantwortet, dass er einen neuen jetzt regional, der dann örtlicher Tourismusverband heißt, gründet. Das neue Gesetz sagt ja, man muss 50.000 Nächtigungen mindestens haben. 100.000 wäre das Ziel oder 50.000 in einer zusammenhängenden Region. Jetzt haben wir Bad Sauerbrunn nicht mehr in der Zukunft dabei. Die sind alleine, die machen, weil sie eben 100.000 Nächtigungen haben, einen eigenen örtlichen Tourismusverband. Aber wir wollen jetzt mit den restlichen Gemeinden in Mattersburg und deshalb ist es toll, dass diese Route schon so eine Richtung anzeigt, eben zusammen einen Zusammenschluss mit Neufeld, mit Steinbrunn, mit diesen Gemeinden dort. Und dann haben wir eine größere Region, nämlich Neufeldersee und Rosalia. Und das ist genau das. Wir haben die Burg, wir haben die Hügeln, wir haben den Kugelberg und die haben den See und das Flache. Und diese eine Strecke, die der Bayer übernommen hat, die ist eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen symbolisch. Also hat er sich schon was gedacht, der Herr Bandert, dass er gesagt hat, ist jetzt für die Kinder, du bist Genussradeln bei 30 Kilometer, habe ich, das geht gerade noch. Aber das andere dann, glaube ich, zeigt auch alle diese Facetten. Was hat der Bezirk und was hätte dieser neue gemeinsame örtliche Tourismusverband alles im Angebot? Das heißt, auch das ist hier mit verpackt als Botschaft, um aufzuzeigen und die Skeptiker noch ein bisschen zu überzeugen. Das war es eigentlich. In die Richtung wollen wir gehen und deshalb finde ich die Idee nicht nur toll, sondern unterstützenswert, also wie gesagt, Burgenlandtourismus und hier auch natürlich seitens der ASKÖ. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Zum Schluss nur die Zahlen, weshalb das so wichtig ist für uns. Nicht nur die Nächtigungen, natürlich sind die werden zählt. Die Nächtigung ist klar und die bringen auch Geld. Aber genauso viel Geld bringt der Tagestourist. Und wir haben im Burgenland jetzt 2,7 Millionen Nächtigungen und genauso viel aber Tagesgäste. Das heißt, der Tagesgast bringt auch sehr viel Wertschöpfung in die Regionen und deshalb ist es uns auch wichtig, solche Angebote zu machen. Da wissen wir schon, vielleicht bleibt er ein paar Tage, aber vielleicht kommt er auch nur einen Tag. Und deshalb finde ich ganz toll diese Idee, die der Alfred mit der Frau Bürgermeister, mit der Geschäftsführerin natürlich hier kreiert hat. Und wie gesagt, unsere Unterstützung ist ihm gewiss. Danke vielmals. Ja, danke. Aber wie du sagst, es ist sehr wichtig, auch den Tagesgast zu bekommen. Genauso wichtig ist es, wir wohnen hier an der Grenze. Das heißt, wir schauen auch über die Grenzen. Und da ist das Tolle, dass die Frau Buchecker, die war letzten Monat in Ungarn und hat Ungarn auch in Budapest, war sie dort auf einer Ferienmesse, Radmesse.
Und es fährt vor Budapest zwar jetzt keiner hierher, ist schon klar, aber trotzdem, man darf nicht vergessen, Sopron ist auch in der Nähe. Und das Tolle ist, man steigt dort im Zug rein und steigt Mattersburg aus und fährt mit dem Rad runter. Und da sind schon einige Gäste und haben angefragt, wie sie aussieht. Und sie musste dort wirklich sehr viele Karten verteilen an Interessenten, an Gruppen und auch an, ich sage jetzt einmal, an Radtouristiker. Und schauen wir mal, es ist sicher interessant. Und das Tolle ist, dadurch, dass sie der ungarischen Sprache mächtig ist, tun sie mir in der Region auch ein bisschen leichter. Und natürlich auch die Arbeit, die sie da gemacht hat, auch ein Dankeschön. Es ist nicht nur das Radfahren, was da unten ist, sondern es wird auch ein bisschen Erlebnis sein. Man fährt hier weg, die da die Partnerschaft übernommen haben, fahren natürlich vorne weg. Wer möchte, kann natürlich auch später fahren, kein Problem. Jeder, der dort unten ist, wir bitten auch um ein bisschen Registrierung. Wir bitten auch, dass man sich anmelden kann über die Homepage rosalia.at oder eben vor Ort kann er sich auch anmelden. Kriegt ein kleines Startgeschenk. Wir haben da bitte für Sie dann schon was vorbereitet, wo dann natürlich diese Karte auch drin ist, die er dann mitnehmen kann. Und natürlich auch sind dort die Ortschaften drinnen fotografiert, dass man auch genau sehen kann, wo sind die Raststationen. Raststation in, sage ich jetzt, in Neufeld oder auf der Burg Forchtenstein oder jetzt eben ganz wichtig die tollen Rastplätze jetzt in Bad Sauerbrunn oder eben in Siegels, die Künstler gestaltet haben. Und man sieht ein bisschen eben die Region. Und wenn Sie jetzt dann zurückfahren und zurückkommen eben wieder nach Mattersburg, wird natürlich Kleinigkeit dort zum Essen sein oder eben es werden Alpakas dort sein, Streichelzoo für die Kinder oder eben von Askö einige, ich sage jetzt einmal, Unterhaltung für die Kinder. Kinderprogramm und eben das mit dem Heißluftballon, dass man ein bisschen Mattersburg auch von oben sieht. Nicht wegfährt, sondern einfach eben nur das ein bisschen von oben genießen kann, den Blick. Auch möchte ich ein Dankeschön noch sagen. Das Ganze klingt alles gut und das macht man alles super. Aber eigentlich muss man auch ein Dankeschön sagen an die Firma Eizenberger, der Brand Office, weil die haben eigentlich das Ganze gemacht und haben viel Nerven gezeigt mit mir und haben das gestaltet. Also ich muss sagen, wenn man jetzt hier das so zeigt, auch die Räder hier, das ausgemustert und wie man das, die Vorschläge, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach bin, aber... Sie haben viel Magenschmerzen gehabt und deswegen ein Dankeschön auch noch an die beiden. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ja, Michael Knopp wird auch natürlich unten sein, wird einen Stand unten haben am Veranstaltungsplatz neben dem Viadukt. Und wenn der ein oder andere irgendwelche kleine Wehwehchen hat am Fahrrad, werden die dann unten sein mit einer kleinen Werkstatt, wo man dann eben auch die Räder reparieren lassen kann oder natürlich auch bitte bei Voranmeldung auch Radverleih möglich ist. Eben auf Voranmeldung, weil ich sage jetzt, der eine ist 30 Kilo, 50 Kilo und der andere hat vielleicht ein bisschen mehr. Und deswegen muss er halt schauen, eben welche Räder er dann besorgt. Das war's eigentlich. Danke.